So, und schon sind wir in Koh Tamare, weil ich habe festgestellt, ne, wenn wir einfach, ne, diesen Weg da folgen, kommen wir direkt aufs Dunenfjeld. Wir müssen nicht erst über die Dunenhügel, um das Dunenfjeld zu erreichen. Nein, wir können auch so nach Koh Tamare. Ich habe aber keine Ahnung, mit wem wir hier jetzt reden müssen. Ich denke mal, wir müssen hier drüber, über die Brücke. Diese wässrige. Und irgendwo hoffe ich jetzt einfach mal, dass da jemand aufploppt. Das ist so ein. Ich denke mal, die Stammesanführerin wird's wissen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, sehr gut. Was anderes wäre mir nämlich echt nicht eingefallen. Ich meine, das ist das, ne? Noch ein neues Volk hätte mich, glaube ich, tierisch überfordert. So. Ihr interessiert euch für den Wasseraltar? Nur Königliche dürfen das hören. Bringt die Prinzessin. Hi. Ihr mögt also mit der Prüfung beginnen. Der Pfad zum Wasseraltar ist zurzeit verschlossen. König Physis, der erste König von Landsheim, hat eine Prüfung für seinen Nachfolger hinterlassen. Er glaubte, dass ein König aller Völker, ein König von allen Völkern anerkannt werden müsse, nicht bloß von Menschen. Ein unwürdiger König würde parteiische Entscheidungen treffen und so Konflikte herbeibeschwören. Ein solcher König würde schließlich Unheil bringen, wie einst im Kampf zwischen Kater und den Menschen. Um dies zu verhindern, schuf er in jeder Region einen Altar. Und Prüfungen für zukünftige Könige. Sorge dafür, dass du die Altare, dass die Altare behütenden Völker dich akzeptieren und der Ahnengeist wird dich prüfen. Der Weg wird von einer Barriere blockiert, bis sich jemand würdig erwiesen hat, König zu werden. Okay, da hat Argo ein Level Up, das ist schön. Ihr seid eine würdige Nachfolgerin der Königsfamilie von Landsheim. Ich halte euch für würdig, vor dem Wasseraltar zu treten. Nehmt dieses Juwel und begebt euch zum Wasseraltar. Er sollte die Barriere aufheben. Merkt euch aber diese Worte. Ihr habt euch lediglich das Recht, verdient, den Altar zu betreten. Nehmt dieses Juwel und gebt euch zum Wasseraltar. Er sollte die Barriere aufheben. Gehe zum Wasseraltar, der im Blausumpfland liegt, und lege die Prüfung ab. Flammenkristall. Beim Wasseraltar werdet ihr auf den Wassergeist treffen und euch der königlichen Prüfung unterziehen. Okay. Wieder eine neue Mission am Start. Ich bin erstmal dafür, dass wir wieder mit Jute rumlaufen. Einfach nur der Gewohnheit halber. Und dann machen wir uns auf zum Wasseraltar, der irgendwo hier im blauen Sumpf liegt. Ich habe so eine böse Vermutung, wo der ist. Nämlich. Da oben im Refugium der Dunkelheit, da war nämlich so eine Barriere. Also müssen wir jetzt dahin latschen. Und ich würde sagen, das erspare ich euch ebenfalls, weil der Weg hier durch ist so unglaublich ätzend. Weil die ganzen Viecher da einen rum tingeln und aufhalten und hast du nicht gesehen. Also wieder mal bis gleich. So, wir sind jetzt direkt vorm Refugium der Dunkelheit. Und da ist die Barriere. Aber erst werden wir jetzt hier alles schnetzeln, was uns hier in den Weg kommt. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Und der solide Schlag. Und jetzt bitte einmal auf Celine wechseln. Sehr useful. Sie ist toll. Ja, ist sehr gut.
sollten wir hier kurz warten. Dann räumen wir die hier auch noch weg und dann müssen wir mal gucken, wo genau der Altar ist, weil da ist ja die Barriere. Na, ich vermute mal, dass er hier vorne ist, irgendwo dann. Alright, let's go! Zwei, drei, vier. Oh, verdammt. Da ist eine Kiste, aber da ist kein Altar. Wo ist der Altar? Ich wollte doch noch X drücken. Sehr gut. Alles matsch, dann nehmen wir mal die Schatzkiste. Powerschlagring. Was ist das denn? Items. Powerschlagring. Achso, das ist Crucell-Dings. Na gut, der ist jetzt schon ein bisschen out. Ach, da ist noch Gold. Gold ist nie out. Ja, hier müssen wir doch hin, oder nicht? Okay. Ehrlich bin, habe ich mich jetzt ein bisschen Alright. erschrocken. Let's go. So, Sefi. Dann, ne? Gib mal alles. Ich habe euch erwartet, Retzfilder, Grena, Berlinette. Wenn ihr es bisher geschafft habt, bedeutet dies, dass die Mare euch als würdig akzeptiert haben. Dann werde ich jetzt mit der ersten Prüfung beginnen. Ah! Hi! Achso, okay. Ist ja toll, dass wir Level 40 sind die. Das ist hoch. Machen wir das vielleicht gerade ein bisschen früh? So. Call me if you're ever in danger. Hallo, Majuto. Aua, wie viele kommen denn da bitte noch? I'm gonna be strong. Don't overdo it. I can take care of this. Just relax. You need my help. 2, 3, 4, 5 und. Eisfall, Eisfall. Ja. Oh. Gottes Namen, ey, wie viel kommen denn da bitte noch? Ich wechsle mal hier auf meine Kettensprengung. Vielleicht sollten wir Celestine austauschen. Mit Rü. Ich glaube, das wäre ganz clever. Wir sollten mal ganz kurz Juto heilen. Das ist ja pervers. Warte mal. Formation. Wir tauschen die beiden mal aus. Blitz müsste eigentlich stark sein, oder? Gegen Dings. Ich will die Prinzessin. Eins, zwei, drei, vier, fünf und bam. Mach die Wehrschaden. Mach mal Blitzschleuder.
push yourself. You should rest. Okay, wir haben die Prüfung bestanden. Ja, das ist schon mal erfreulich. Was kommt denn dann bitte jetzt noch? Ach, warte, halt. Wir müssen wahrscheinlich wieder mit Sefi dahin. So. Hallo. Wer König sein will, muss über die Macht verfügen, jeden denkbaren Konflikt lösen zu können. Doch je größer seine Macht ist, desto schwieriger wird es, sie nicht leichtfertig anzuwenden. Mit Bedacht genutzt führt Macht zu Gehorsam, durch Macht im Übermaß jedoch isoliert sich der Mächtige. Wer König sein will, muss das Land auf dem Weg der Mäßigung führen. Okay. Auch wenn wir euch für würdig befunden haben, hat sich eure Situation dadurch nicht gebessert. Im Janduian Canyon, ach nein, man nennt ihn jetzt Coyoten Canyon, dort steht der Feueraltar. Beachtet die Worte des Geistes, der hierin bewahrt ist. Coyoten Canyon. Coyoten Canyon. Das schreibe ich mir jetzt auf. Ich habe hier so einen großen Zettel. Also. Zweiter Altar gleich Coyoten Canyon. Da ist der Feuergeist. Okay. Diese Geister können keine zwei Könige anerkennen. Hier wirkt ein unwillkürlicher Wille. Auch der Geist des Feueraltars ist verwirrt. Sucht ihn auf, um selbst davon zu erfahren. Begebt euch zum Feueraltar im Coyoten Canyon und absolviert dort die königliche Prüfung. Schriftrolle der Apostasie erhalten. Nehmt diese Schriftrolle. Die Tore, die den Feueraltar versiegeln, sollten sich damit öffnen lassen. Können wir das jetzt auch noch machen? Weil von hier kommen wir ja eigentlich... Also können wir ja zum Coyoten Canyon gehen. Ich teste das einfach mal. Was haben wir denn da jetzt gekriegt? Okay. Bricht die Barriere am Feueraltar. Okay. Aber ich habe keine Ahnung, wo im Coyoten Canyon der Feueraltar ist. Egal. Wir laufen jetzt einfach mal zusammen dahin. Ich kann mich echt an keine Barriere erinnern. So gar nicht. Nicht mal ansatzweise. Aber wir müssen hier entlang. Falls das nicht ist, dann gehen wir jetzt einfach zurück und machen dann mit der Hauptmission weiter. Weil ich weiß nicht, ob das nicht alles noch zu stark ist für uns. Dankeschön. Wobei Level 40, das haben wir ja größtenteils alle schon. Naja, ich guck mal, ob wir zum Coyoten Canyon kommen und wenn nicht, haben wir halt Pech. Ja, das ist so wichtig, die Mission in Lunen Hill. So wichtig. So end. Boah, wir kommen in den Old Forks Canyon. Ist ja krass. Dann müssen wir da nur noch den Altar finden. Wo ist der? Coyoten Canyon ist riesig, ne? Ich habe so die Vermutung, dass das dieser große, dicke Punkt da ist, vor dem Speicherpunkt. Hinter dem Yammertor. Dann wollen wir da mal hin. Aber dann nehmen wir erstmal wieder für meinen Quo-Cell Hasi Schnucki Mausi mit. Weil der ist noch 40. Und das ist gar nicht schön. So, wir hatten übrigens Level-Ups, da will ich nochmal ganz kurz gucken. Ich vergesse immer, wie viele Punkte ich habe. Das ist, ich weiß, nervig, aber was soll's. Okay, Schnelligkeit. Sehr gut. Die wollte ich noch haben. Dann wollen wir uns als nächstes darum kümmern, dass wir vielleicht mal in die andere Richtung gehen. Obwohl wir machen das eigentlich. Wir machen eigentlich immer nur Kettensprengung und jetzt haben wir einen neuen, das ist nämlich das Himmelsschwert. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Ich meine, einen kann, ne? Dafür 50 SP-Punkte auf den Kopf zu hauen, finde ich, also erachte ich nicht als sinnvoll. Dann gehe ich dann als nächstes lieber hier in die Richtung.
und lerne dann Phantomangriff und hole mir dann hier noch so zwei Passive, ne? Und dann lerne ich das als nächstes. Also, erst das, dann das, dann das. Ne, kostet auch 50. Ja. Dann gehen wir lieber mal in die andere Richtung. Bei ihr sieht das alles ganz anders aus. Bei ihr will ich nämlich das hier haben, die göttliche Platina. Da fehlt uns aber noch ein bisschen was an Punkten. Ja, den Nova-Kick benutzen wir eigentlich häufiger. Den würde ich dann als nächstes machen. Bei ihm ist das mit dem Kann nicht so das Problem. Das hatten wir ja geklärt. Oh, er hat die 100. Er hat die 100. Das ist schön. Dann lernst du jetzt deinen Befreiungshieb. Ruft einen Drachen herbei. Sehr gut. Haben wir das jetzt auch? Er ist doch schön. Er ist ausgeskillt hier. Dann kann er eigentlich auch als nächstes in Richtung Hammer gehen. Bogen, 15 Punkte. Da gucken wir mal ganz kurz, ob wir das... Ja, das können wir Ausdauer Generation 15. Das ist ja ein Traum. Dann gehen wir als nächstes in Richtung Aroma. Weil, obwohl wir könnten bei ihr, würde sie das sogar vielleicht... Obwohl, Frostfeuer. Ja, das mit dieser Linie finde ich sinnfrei. Hier den Schaden könnten wir vielleicht noch erhöhen. Und hier auch, weil Frostpfeil, also das benutze ich häufig und Nadelhagel eigentlich nicht, aber das könnten wir eigentlich mal versuchen. Und du hast schon wieder 18 Punkte. Donnerkeil brauchte, keine Ahnung. Deine Schwerter, wie sieht's mit denen aus? 60? Auch 60. Ein Doppelfüggänger fügt einem Fallen schweren Schaden zu. Braucht anscheinend gar keine Dings. Kannverbrauche. Greift einen Feind an und fügt Vergiftung hinzu. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir dann noch lieber das hier. Ja, wir haben so viel Pläne. So. Dann wollen wir mal Coyote Canyon erforschen. Hier waren wir ja schon gefühlte Ewigkeiten nicht mehr. Geht's da entlang? Ja, Tatsache. Dann wollen wir mal. Die Musik ist auch sehr entspannt. Also ich finde, das klingt ein bisschen nach Naruto. Oh, wow. Kriegen wir die schon tot? Alright, let's go! Okay. Das sind auch Lore-Bestien. Aber irgendwie gepanzerte. Und sie sind erst Level 35, daher. Pretty good. Na gut, sind wir verwirrt. Das ist jetzt nicht so geil. Okay. Die Viecher sind ein bisschen böse hier. Sie sind bestimmt nur zur Abschreckung da. Nein, 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 lass meine Heilerin in Ruhe. Lass sie in Ruhe und meine Heilerin sollte mich heilen. Dafür ist sie da. Brave Heilerin. Sehr gut. Der ist verbrannt. Und also das Verwirren ist echt scheiße. Gut, du hast da doch so ein Ding angelegt. Immun gegen Betäubung und Verwirrung. SP plus 50%. Alter. Und das sehe ich jetzt erst. Wer braucht denn... Braucht sie so viel Verteidigung? Ich hätte gern mit ihr einen Fächerstil. Auch noch. Machen wir das mal rein. Gut. Und dann wollen wir mal weiter. In der Hoffnung, dass jetzt nicht allzu viele von den Viechern uns über den Weg laufen werden. Guck mal, die sind doch schon Erdbestie. Schon viel angenehmer. You're gonna be strong. Machen einen Schaden alle. Big man, huh? So. Even so, you've no skill with your power. Okay, hat sie schon wieder erledigt. Er rennt schon weiter. Aber sie heilt uns immerhin artig.
warum er das Viech uns auch hier trifft. Wir sind nur jetzt in der Nähe von dem. So. Wir laufen weiter. Was zur Hölle? Die Viecher werden immer größer, oder meine ich das nur? Nee, das packen wir nie, oder? 52, wie kommen wir an dem Viech vorbei? Können wir uns an dem vorbeischieben? Oh, ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit. Ich glaube, wir machen jetzt doch erstmal die Hauptmission und dann gucken wir uns das hier nochmal näher an. Hey, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht wieder in den Coyote Canyon kommen. Also deshalb schneide ich hier und dann sehen wir uns gleich in Donen Hill wieder oder wie das hieß. Bis gleich.